Hi. Seit den letzten Tagen hatte ich mal berichtet über den, na, ich nenne das den Messerschleifer oder Diamantstahl von Lidl. Das Ding sieht so aus. So, als allererstes komme ich direkt mal drauf oder dazu, wie dieser Diamantstahl aussieht. Ja, man beachtet die Farbe des Schleifstabs. Wird also praktisch noch eingepackt und somit benutzt. Kostet 1,99 Euro. Wenn Lenski Diamond Rod oder ja, Schleifstab, der kostet ein bisschen mehr. Wo dann einige Leute meinten aus den Messerforen, der wäre im Prinzip nur gut, um ja, Mikro-Serrations zu erzeugen, muss ich zu sagen, das stimmt. Zum Teil. Wenn man natürlich hingeht und nimmt so einen, neuen Diamantstab und denkt, das ist praktisch im Prinzip wie ein Auto. So ein Ding muss eingefahren werden. Ja. Und daher zeige ich meinen gebrauchten Diamantstab. Man sieht, dass da einige Spuren hinter einige Gebrauchsspuren hat. Und damit zeige ich, wie man zum Beispiel so einen Mora Classic bearbeitet. Also der ist schon so weit abgeschliffen, dass man dass der fast glatt ist. Und erst dann wird der richtig gut zum Benutzen sein. Und so ein Diamantstahl oder Diamantstab, den nutze ich ab, indem ich den mit einem, indem ich zum Beispiel eine Axt mitschleife. So, dann nehme ich mein Mora Classic. Man sieht, dass das hier dass hier dieser skandinavische Schliff ist. Und dann setze ich den an und ziehe den 8-mal drüber. Das gleiche dann mit der anderen Seite. Und man merkt, wenn der Stahl sich richtig in das Messer reinbeißt. So, mehr braucht es eigentlich nicht. Was ich dann aber mache, weil dieser skandinavische Schliff ist meiner Meinung nach sehr anfällig, dass die Schneide sich rollt oder bricht. Ich nehme dann und mache dann so eine Art Mikrophase drauf, indem ich die etwas V-förmiger zu laufen lasse als der skandinavische Schliff. Das heißt, ich ziehe dann so drüber. Ich wende überhaupt keinen Druck aus. Sieht ziemlich blöd aus, wenn das nicht funktioniert, aber hier sind leider ein paar Knicke drin. So. Mach das nur mit zwei Fingern.
Für jeden Zweifler dieses Messerschärfers sei gesagt, ich benutze die Dinger seit der Dile das im Angebot hatten. Ich bin, ja, ich glaube jetzt 10 Jahre lang habe ich diese Dinger. Natürlich halten nicht ewig, machen wir uns nichts vor, aber die machen ihre Arbeit nicht besser und nicht schlechter als ein Lenski's Diamond Rod. So. Und für 1,99 Euro schleift erst eure Äxte oder eure Macheten damit. Ich danke fürs Zusehen. Über Kommentare freue ich mich, Bewertung natürlich auch. Und wenn ihr mögt, klickt auf den Subscriber-Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Danke. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Thank you.